Was soll ich sagen? Früher als gedacht kehren wir zurück in die Welt des Jurassic-Universums. Zwar anders, als ich mir das persönlich vorgestellt hatte, aber dennoch bin ich irgendwie gespannt drauf, was sie daraus machen. Warum dieses Event ein ganz besonderes Event ist, eigentlich für jeden von uns, das noch mehr erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventures, was ein ewig langer Titel, wurde bereits angekündigt, kurz nachdem Jurassic World in den Kinos gelaufen ist. Damals wurde auf Twitter ein Bild veröffentlicht, noch ohne den eigentlichen Untertitel, und es wurde eben drunter geschrieben, dass wir hier ein extra Special nochmal bekommen, was uns zurück in die Welt von Camp Cretaceous bringt. Und ich habe mir damals gedacht, gut, wahrscheinlich wird das so eine Art Holiday-Special werden, wahrscheinlich so um die Weihnachtszeit rum, was jetzt ja auch tatsächlich eintrifft. Ich meine, gut, das Ganze kommt jetzt am 15. November raus, also nicht ganz die Weihnachtszeit, aber trotzdem so Richtung Winter. Auf jeden Fall, das hat schon mal gestimmt. Dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt zwei Optionen, wie das Ganze ablaufen könnte. Die erste Option wäre eben gewesen, dass wir eine Geschichte erfahren, die zwischen zwei verschiedenen Staffeln spielt. Jetzt als Beispiel, wir haben eine Geschichte zwischen einem Zeitsprung aus Camp Cretaceous Staffel 3 und 4. Da war, glaube ich, kein Zeitsprung zwischen Staffel 2 und 3, war aber einer gewesen, meine ich. Die zweite Option wäre eben gewesen, dass wir das Ganze nach Staffel 5 ansetzen, also nach dem eigentlichen Finale, denn auch die Dinosaurier sind in der Welt von Camp Cretaceous ja bereits unter den Menschen. Das heißt, auch hier könnte man eine Geschichte erzählen. Jetzt haben wir den ersten Trailer bekommen und wissen, nee, das Ganze spielt nicht danach. Und ganz kurzer Spoiler, das Ganze wird auch wohl nicht offiziell während den uns bekannten Staffeln spielen. Universal selbst hat zumindest so viel angegeben, dass dieses interaktive Abenteuer keinen Bezug auf die anderen Staffeln nehmen soll. Das ist also ein eigenständiges Projekt. Ich gehe dennoch ganz stark davon aus, dass wir als diejenigen, die die Staffel gesehen haben oder die alle 5 Staffeln gesehen haben, da irgendwo Verweise finden werden und das Ganze irgendwo zeitlich einordnen würden. Warum man sich aber dazu entschieden hat, das Ganze nicht wirklich in die Serie organisch einzubauen, hat ganz einfach den Grund, damit auch diejenigen, die die Serie eben noch nicht gesehen haben, dieses Abenteuer genießen können. Warum sollte man sich Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventures anschauen, wenn man den Rest der Serie nicht kennt? Naja, weil dieses Projekt ein ganz besonderes Projekt ist. Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventures ist nicht einfach nur ein Film, den wir uns angucken können. Es ist ein interaktives Abenteuer. Was bedeutet das? Naja, im Endeffekt heißt das einfach so viel, dass wir während dem Schauen dieses Films in die Geschichte eingreifen können. Wer da mal so einen ungefähren Vorgeschmack haben möchte, wie das Ganze funktioniert, der kann sich mal auf Netflix Black Mirror Bandersnatch anschauen. Da haben wir im Endeffekt exakt dasselbe. Bandersnatch brachte das Fass zum Überlaufen. Wir werden also hier einen Film bekommen, den wir uns anschauen können. Dann wird der Film bestimmte Entscheidungen aufwerfen, die in die Geschichte eingearbeitet wird. Dann werden wir eine Art Pausebildschirm bekommen, beziehungsweise wird dann die Handlung kurz gestoppt und wir können selbstständig Entscheidungen treffen. Das Ganze sehen wir auch hier im Trailer sehr schön, wo Darius irgendwo an einem Abgrund steht und wir die Entscheidung treffen müssen, wo er eben lang geht. Ich frage mich jetzt hierbei, was passiert, wenn wir die falsche Entscheidung treffen? In Black Mirror Bandersnatch war das Ganze sehr extrem gelöst, zumindest sehr radikal gelöst. Wenn wir da falsche Entscheidungen getroffen haben, konnten wir zum Beispiel auch einfach sterben. Das heißt, der Film war damit vorbei gewesen. Black Mirror Bandersnatch hatte also für den einen oder anderen eine Laufzeit von um die 3 Stunden, meine ich, wenn man das bis zum Ende durchgezogen hat. Verbessert mich, wenn das jetzt nicht stimmt. Aber es gab natürlich auch Leute, die nach 5 Minuten direkt raus waren, wie einige von meinen Kollegen, die gesagt haben, ey, ich fand das totaler Mist, weil ich eben nicht weitergekommen bin. Ich schätze, dass das hier anders ablaufen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unsere Helden wirklich sterben lassen können. Was allerdings sehr cool ist, denn damit hätten wir nun ja mehrere Optionen gegeben, die uns auch andere Szenarien eröffnen könnten. Das heißt, ein ganz plumpes Beispiel, ich schaue mir die Serie jetzt an, unsere Helden stehen in der Mitte von einer Weggabelung und ich entscheide mich dazu, dass die Helden nach links laufen sollen. Auf dem linken Weg treffe ich dann auf einen Tyrannosaurus Rex, muss vor dem fliehen, wir kommen in irgendein Untergrundlabor und müssen da das Abenteuer weiter bestreiten. Jemand von euch könnte aber sagen, hier Tobi, pass mal auf, ich bin nach rechts gelaufen, da ist was komplett anderes passiert. Ich denke, dass das so in der Art ablaufen wird, allerdings gehe ich ganz stark davon aus, dass diese Abzweigungswege irgendwann dann doch wieder zusammenlaufen werden, weil in der Regel
ist das halt einfach so. Noch dazu sehen wir später im Trailer, dass es hier nicht nur A- und B-Antworten geben wird, sondern sogar komplexere Antworten, wie zum Beispiel das Merken von Jahreszahlen waren das gewesen, zumindest waren es Zahlen, die irgendwie als Code eingegeben werden mussten. Und auch hier ist wieder die Frage, wie werden uns diese Codes präsentiert? Werden wir diese Codes während dem Ereignis selber mitbekommen? Müssen wir genau zuhören oder müssen wir sogar die Umgebung im Auge behalten, dass wir vielleicht irgendwo im Hintergrund auf einem zerfallenen Gebäude diesen Code sehen, den wir später eingeben müssen? Was hier eben direkt auffällt, ist, dass wir auf einmal mehr als nur zwei Antworten haben. Das heißt, hier gibt es, glaube ich, bis zu vier Antworten, die wir nehmen können. Es wird also auch schon anspruchsvoller werden. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf, wie sie das Ganze lösen. Im Endeffekt ist dieses interaktive System oftmals aber nur ein vorgegaukeltes Entscheidungssystem. Ich hoffe, dass sie es hier nicht genauso machen wie in Jurassic Park The Game. Hier nicht falsch verstehen, dass Jurassic Park The Game war ein super schönes Spiel, aber die Entscheidungsfunktion war eigentlich überflüssig. Denn hier hast du nur die Entscheidung gehabt, entweder die richtige Entscheidung zu treffen und zu überleben oder eben einfach zu sterben. Das heißt, da habe ich nicht wirklich eine Entscheidung getroffen, um verschiedene Varianten eines Szenarios zu sehen. Das müssten sie hier für mich auf jeden Fall besser machen, dass wir die Entscheidung auch wirklich nutzen können, um die Geschichte vielleicht auch anders zu erleben, vielleicht sogar anders beenden zu können. Ich würde mir wünschen, dass man hier vielleicht sogar mehr als nur ein Ende mit einbaut, damit wir uns alle auch mal online oder sogar live austauschen können, was wir für Abenteuer mit unseren Helden erlebt haben. So viel erstmal dazu. Es gibt des Weiteren aber auch noch ein paar Fakten von Universal und von Netflix selbst, die ich euch hier mal ganz kurz vortragen möchte. Netflix selbst hat uns eine Beschreibung geleakt, wie sie selber die Serie beschreiben wollen. Ich werde die euch mal hier ganz kurz vortragen. In einem eigenständigen, interaktiven Abenteuer arbeiten die Camper, die verzweifelt nach Nahrung suchen, zusammen, um einen versteckten Vorrat zu finden. Sie müssen alles riskieren, um Hinweise auf der Suche nach einem Standort zu finden, was letztendlich zuvor unbekannte Geheimnisse der Isla Nublar enthüllt. Finde ich schon sehr spannend, dass man hier auch bisher noch nicht bekannte Geheimnisse aus Isla Nublar eingeht. Und ich muss mir jetzt wieder die Frage stellen, warum geben die uns jetzt dieses Ereignis, diesen Film? Zum einen, weil er interaktiv ist, klar, das ist etwas Neues, damit wir auch selber mal ein bisschen eingreifen können. Ich hoffe aber nicht, dass das nur ein Event ist, damit wir als Jurassic-Fans am Ball bleiben, bis eben das nächste große Jurassic-Projekt angekündigt wird. Ich würde mir wünschen, dass dieses Geheimnis, was Isla Nublar noch beherbergt, eventuell darauf eingeht, was uns die nächste Jurassic World Serie präsentieren möchte. Es ist wahrscheinlich eher nicht so, weil sie auch schon gesagt haben, das Ganze wird abseits, also wir müssen die Serie nicht kennen, um das hier zu verstehen, das wurde schon bestätigt, deswegen glaube ich nicht, dass man da irgendwie groß was aufbauen wird. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn das Geheimnis hinter Isla Nublar dann doch etwas größer ist, etwas relevanter ist für die kommenden Projekte. Oder vielleicht auch für schon vergangene Projekte, also vielleicht auch für die Jurassic Park Teile, wer weiß. Des Weiteren wurde uns bereits eine Liste präsentiert, in der wir alle bisher angekündigten Dinosaurier aufgelistet sehen. Und das sind folgende. In der Serie werden auftauchen der Ankylosaurus, der Baryonyx, der Brachiosaurus, der Carnotaurus, der Compsognathus, der Gallimimus, der Pteranodon, der Tyrannosaurus Rex, der Velociraptor und ein unbekannter Tyrannosaurid. Ich könnte hier meine Hand ins Feuer halten, dass es sich hierbei um einen neuen Hybriden handelt. Ich meine, wenn man schon so ein Abenteuer macht, so ein Event macht, ich könnte wetten, ich bin ganz sicher, dass hier ein neuer Hybrid auftauchen wird. Ich persönlich freue mich sehr auf dieses Event, weil ich mag so Ideen, ich mag diese interaktiven Abenteuer. Bei Black Mirror Bandersnatch, da gibt es so geteilte Meinungen. Es gibt auch noch irgendwie eine Netflix-Serie, wo man in der Wildnis überleben muss. Die habe ich dir hier gerade mal eingeblendet. Das sind auf jeden Fall so Vorreiter von dem, was wir jetzt hier bekommen. Ich glaube, dass das Ganze ein wirklich schönes Abenteuer wird und ich würde mir trotzdem da so ein paar Sachen eben wünschen, wie dass man dann doch verschiedene Enden hat. Das wäre für mich sogar das Wichtigste, dass meine Entscheidungen auch wirklich sich auf die Geschichte auswirken. Das bringt mir nichts, wenn ich hier eine Entscheidung treffe und lauf da lang und hier und lauf da lang und dann passieren Kleinigkeiten anders und dann kommen wir aber direkt wieder zusammen und gehen zusammen in den weiteren Zeitstrahl. Ich möchte wirklich, dass das Ganze aufgebaut wird quasi wie so ein Gedankenbaum, dass man da Entscheidungen trifft und dann kommt das und das und das und das, dass man hier wirklich ganz viele verschiedene Ideen hat. Ich weiß nicht, ob sowas umsetzbar wäre oder was da für ein Akt dahinter steckt. Ich kenne das eben nur von Spielen, da klappt das super gut, aber so Spiele haben auch zum Teil eine Laufzeit in Anführungszeichen von 30 bis 60 Stunden. Was werden wir jetzt hier bekommen? Ich schätze mal
45 Minuten maximal, wenn überhaupt. Und dann vielleicht auch je nachdem, was wir für Entscheidungen treffen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Das Ganze erscheint jetzt am 15. November, also ist gar nicht mehr so lange hin. Außerdem startet jetzt hier Jurassic World Camp Cretaceous Hidden Adventure nicht nur eine neue innovative Idee mit dem interaktiven Storytelling, sondern eben auch, das ist das erste Jurassic-Projekt nach Jurassic World Dominion, was wir jetzt wirklich bekommen. So langsam geht es mit Jurassic weiter und ich glaube, dass wir eben hiermit anfangen und ich bin sehr gespannt, was da noch draus wird. Jetzt bist du gefragt, hast du den Trailer gesehen? Wenn ja, wie ist deine Meinung dazu? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn es neue Infos gibt oder eben auch, wenn das Ganze dann draußen ist auf Netflix, werde ich es auf jeden Fall ein-, zweimal durchgucken, spielen. Was sagt man eigentlich dazu? Spucken. Und dann können wir uns gerne in einem Livestream mal über die verschiedenen Varianten austauschen, die man dann dort eben sehen kann. In diesem Sinne bin ich auch raus mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.